Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute meinen, ja, Drusilla wieder ein bisschen weiter leveln. Mittlerweile auf Stufe 102. Und zwar haben wir jetzt quasi Draenor ziemlich schnell durchgebastelt, indem wir nur die Bonus-Events mitgenommen haben. Und das gleiche wollen wir jetzt in Legion auch machen. Sprich, einmal hier kurz drüber. Warte, jetzt mache ich hier nochmal einen Timer an, dass wir wissen, wo wir etwa stehen. Und das brauchen wir auch noch, den Trank. Wir werden jetzt mal kurz die Bonusziele einmal hier machen, beziehungsweise dann auch einmal, ja, die Legion-Invasion, die gerade am Start ist. Oh, ihr seid schon drüben, sehe ich gerade. Okay, dann muss ich mich mal ein bisschen schicken. Ja, und da müssen wir mal gucken. Also du kannst halt quasi hier die Invasion machen. Die müsste ja auch schon eineinhalb bis zwei Level bringen, je nachdem. Ich habe ja auch einige Buffs drin, ne? Unter anderem den Dunkelmond-Jamax-Buff, dann den Buff hier vom Warmode und dann habe ich hier noch das Destillat der 10 Länder und noch relativ viel Account-Gear, sogar beide Ringe. Also da kommt schon einiges drum. Und ich kann sogar was skillen jetzt wieder. Nehmen wir hier Beißen und Reißen mit. Genau. Und neben der Invar gibt es halt dann auch noch dementsprechend hier die Bonusziele. Die will ich jetzt halt auch, soweit es noch geht, mitnehmen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ah, schau, jetzt bist du dann auch angekommen. Unsere zwei Dudes sind schon drüben quasi bei der Invasion. Mal gucken, wie weit ich jetzt noch komme. Ne? Auf 102 habe ich quasi jetzt in Draenor noch gemacht. Da kannst du ja theoretisch die Sachen, also diese Bonusziele bzw. Bonus-Objectives noch relativ lang aufmachen. Nur bringen die halt immer weniger EP, ne? Und irgendwann hast du halt den Punkt, wo du dann so wenig kriegst, dass es halt nicht mehr wirklich rentiert, ne? Es ist ja nicht so wie in alten Expansions, wo es dann so war, wenn du dann ein Level höher bist, bringt die Mobs so gut wie gar nichts mehr, sondern das geht so stetig ein bisschen runter. Da ist das ganz angenehm. Muss ich mal gucken. So ein bisschen muss ich gegen meine Müdigkeit ankämpfen, weil es doch schon halb drei in der Nacht ist. Und ja, man doch schon ein bisschen müde ist. So. Ja, ich denke mal, auf 105 müsste ich mit dem ganzen Spirenzchen noch kommen. Vielleicht sogar 106, wenn es ganz gut läuft, ne? Und den Rest mache ich dann einfach so über die Legion-Invasion. Und dann müsste ich mal ein Achievement auch schon kriegen. Und zwar haben wir das hier einmal drin. Kul'Tirana, die Transmog-Ausrüstung. Die haben sie ja schon ein paar Mal geändert, ne? Da. Die ursprüngliche, die sie hatten, die war ziemlich cool und dann haben sie irgendwie die umgebastelt und die sah dann irgendwie nicht mehr ganz so nice aus. Also mal gucken, wie die jetzt dann unterm Strich aussieht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche quasi gerade die aktuelle ist. Ich muss diese Pet Battle Dinger ausmachen, ne? Da siehst halt hier nichts mehr. Lass mal unten anfangen, oder? Dann können wir uns von unten nach oben hocharbeiten. Weil wir müssen ja dann eh die anderen Gebiete fliegen. Normalerweise fliege ich immer von Asuna so rum, aber wenn jetzt hier schon die Invasion ist, können wir es auch andersrum machen. Bleibt sich vollkommen gleich. Hier ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass du für so ein Freehold Siege, dass du dir ein DH machen sollst auf Stufe 110 oder 100 oder 111, je nachdem, ne? Eins von beiden. Und dass du dann halt quasi Antorus abfarmst für das Gear und du brauchst dann anscheinend auch die richtigen Azerith-Trades für. Und wenn du das ganze Zeug zusammen hast, dass du dann halt das relativ gut farmen kannst, ne, wenn du das perfekte Gear hast. Weil das ja vom Level-Scaling relativ stark ist dann auf dem Level-Bereich. Ich weiß gar nicht, manche machen es halt wie gesagt mit 110 und manche mit 111, dass sie noch Azerith-Teile da anlegen können und ich weiß nicht, irgendwas noch, irgendwas bestimmt. Ne, Azerith kannst du eigentlich mit 110 auch schon anlegen, ne? Ich weiß gar nicht. So, bin Irgendwas war da, bin mit. da. Jo, passt. Irgendwas war mit 111, warum das besser sein sollte als mit 110. Vielleicht gibt es ein paar Items da, die noch dort anlegen kannst. Mit 111 kann man sich die selbst erstellten Berufsklamotten anziehen, die 225er Gear haben. Vielleicht deswegen. Gut, das kann natürlich sein, aber ich bin jetzt am Überlegen, in Argus ist da nicht höheres. 225 ist doch viel schlechter und August top 250 bis 260. Ja.
Weiß ich nicht. Die Azeri-Teile kriegst du eigentlich mit der Quest auch schon vorher, ne? Also da an denen kann es eigentlich auch nicht liegen. Shiami hat's glaub so da so sein komplett Ciao half Anthos mythisch hat und dann nur den Herz von Nazareth. Aber die Azeri-Teile müssten doch schon besser sein. Glaub gar nicht, dass da die anhat. Okay, Weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir mal ein Video von angeschaut, wie die das machen, ne? Und habe mich ja auch mal carryen lassen da. Und das sah halt schon relativ zügig aus. Und das war sogar aber noch bevor es die Dings hat. Also können wir das eine Ding gar nicht machen, weil hier die Invasion ist, ne? Eins von den Bonus-Events. Weil hier jetzt die falschen Mobs da sind. Die Waffen hast du jetzt hier nicht rumliegen, dass du das andere machen könntest. Nee. Schaut schlecht aus. Ja gut, haben halt eins weniger. Oder vielleicht da oben am Rand, dass da nicht die einen Mobs sind. Nee, es sind alles diese Teufelsmurlocs. Hast du Pech gehabt. Schade, ich dachte mir jetzt gleich, perfekt sind beide gleich am gleichen Spot, ne? Und wir können beide gleichzeitig machen. Eins, zwei, drei, vier noch. Nee, auf 110 werde ich den heute nicht mehr bringen. Wie gesagt, 105, 106 vielleicht, je nachdem, wie gut es läuft. Und dann mache ich den Rest halt, aber wahrscheinlich immer dann, wenn halt eine Invasion ist, außerhalb vom Stream. Und ich werde euch dann aber, sobald ich 110 bin, das Gear auf jeden Fall zeigen, ne? Also da bastle ich dann nochmal was. Ja, aber Invasionen sind halt immer von der Uhrzeit, ne, so, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass ich da dann was aufnehme oder streame oder so. Weil es dann auch immer nur so ein kurzes Ding ist. Perfekt nach dem Boss. Aber das habe ich mit den anderen Chars auch schon so gehandhabt. Dass ich es dann so mache bei den letzten Leveln. Und auf 120 dann ist ja egal, ne? Also da habe ich ja eh relativ viele Chars, die in dem Levelbereich rumhängen. Die mache ich halt alle so nach und nach mal hoch. Also der geht halt relativ gut hoch vom Level. Da kannst du nichts sagen. So, drei haben wir noch. Da gibt es ja auch diese Doppel-EP-Dinger, ne? Wo du dann hier nochmal das gleiche kriegst. Da geht. Aber dieses Bonusziel, wo wir jetzt drauf zufliegen, ist das Schlimmste, finde ich. Mit Ja, den definitiv. Definitiv. Eiern und was es da zu sammeln gibt. Und, oh, das zieht sich extremst. Ich hasse das auch. Ah, dass wir das Murloc-Ding nicht mitnehmen konnten, ne? Das ist. Vor allem, da musst du auch einigermaßen gucken, dass du mittig bist. Dass du den ganzen Käse kriegst. Ich mache jetzt mal die ganzen Eier auf. Die kann ich da am easiesten looten als Druid. Wenigstens haben wir nicht viel Konkurrenz um die Uhrzeit, ne? Das ist das einzige Gute. Weil sonst sind ja auch immer ewig viele Leute und killen dir das Zeug weg. Das ist das Nächste. Weil es halt so lang dauert, staut sich das halt so ein bisschen. Ja, mit Schau, so wir. vielen Leuten geht's gerade ganz schön gut. Ja, gut, es sind halt alle Eier da, ne? Ich brauche halt bloß hinfliegen und jedes Ei anklicken. Das bringt halt am meisten. Jetzt sind wir schon halt bei 64. Ja, habe ich auch. Sonst bist du da halt immer 5 Jahre dran an dem Ding. Haben die das vielleicht auch ein bisschen erhöht, oder? Das Hier geht oben sind echt. noch ein paar. Nee, ich habe es erst vor ein paar Tagen gemacht, da hat es immer noch so lange gedauert, wie ich es kenne. Okay. Ich denke einfach, weil wir gerade so in der Masse alles umkloppen und alles aufsammeln, dass es relativ schnell geht. Ja, in Gruppen bist du da immer zügig unterwegs, bei Weipen. So, das Ja. war's schon. Da ging das. Also so schnell hatte ich es, glaube ich, noch nie. Ich habe immer das Ich auch. Zehnfache von der Zeit gebraucht, gefühlt. Hab jetzt aber auch selten Max-Level-Chars dabei gehabt, ne?
Aber denn dann noch? Ist es die Höhle? Hm, die Höhle und dann hier, ah ja, die beiden haben wir noch. Ach ja. Die Höhle bin ich meistens am leechen. Wie nervig ist. Also ich glaube, wenn jetzt nicht nur Invasion gewesen wäre, wäre ich glaube ich ins Bett gegangen. Das ist jetzt schon echt. Puh. Ihr mögt nur mein Gehen nachsehen. Ah, Level Up, schau mal an. 104. Ah, ich denk mal auf. Ding müsste ich dann noch kommen auf 105, 106 heute. Dann sind es wahrscheinlich noch so 2, 3 Invasionen, die ich danach brauche. Brich bis nächste Woche müsste ich eine haben, ne? Dann kann ich ohne schlechtes Gewissen dann meinen Zandalari-Troll anfangen. Dann mache ich mal vielleicht ein bisschen mehr Inseln auch. Dass ich vielleicht mal das ein oder andere Mountain rausziehen kann. Ich habe am Anfang von dem Addon ziemlich viele Inseln gemacht und irgendwo dann ist es ziemlich abgeflacht, als ich dann ziemlich viel anderes zu tun hatte. Eigentlich hätte ich gern meine Mount-Sachen fertig, bevor Patch 8.2 rauskommt, ne? Gut, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ja, mal schauen. Wie viel hattest du? Drei Mounts oder mittlerweile mehr? Nee, 3 habe ich jetzt mittlerweile. Wie viel Also, gibt's? 9. Das ist halt leider das Bittere. Ja, fertig. Es geht ja Jo. ratzfatz. Dann können wir jetzt rüber. Hochberg? Genau, Hochberg. Wo haben wir denn überall welche? 1, 2, 3. Dann können wir als erstes die Harpien machen. Harpien, dann diese Bären und dann oben den Murloc-Dings noch. Ja, das geht alles relativ zügig. Verstehe ich unter Level-Projekten. Ja, das, was ich gerade mache, ne, ich habe halt immer meistens die verbündeten Völker sind es halt, die ich hochspielen will, weil es halt dann auch ein Achievement und gibt und dieses Transmog-Gear. Und gerade mache ich quasi meinen Kul'Tiraner, ne? Das ist das aktuelle Level-Projekt und sobald ich den habe, dann den Zandalari-Troll. Nee, bis jetzt habe ich da nicht gequestet. Ich werde aber den Zandalari-Troll, mit dem will ich dann tatsächlich mal ein bisschen questen. Und das mal ein bisschen ausprobieren. Hat zweierlei Hintergründe. Erstmal will ich mal. Es gibt ein paar Leute, die immer behaupten, dass Questen schneller geht, ne? Und dass sie eh die schnellsten sind mit nur Questen. Und irgendwie glaube ich das zwar nicht so ganz, aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Und will den nächsten Charter mal ein bisschen durchquesten. Und zum anderen auch Questen in dem Sinne, weil ich habe bei der Horde zwar die Achievements angerechnet habe, aber wenn ich es überprüfe, ist es so, dass manche Achievements anscheinend über die Armory-Seite doch nicht angerechnet werden. Unter anderem sind es ein paar Horde-Quest-Achievements. Und dann will ich halt einfach die Gebiete durchquesten, die ich eh noch brauchen würde, dass diese Achievements mitzählen. Ne? Dann kann ich so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich glaube nicht, dass es im Mai kommt, ne. Muss ja sehen, jetzt ist ja erstmal noch den Monat hier quasi Dings, ne? Kommt ja der 2 Boss Raid und dann glaube ich nicht, dass im Mai schon 8.2 kommt. Aber mal gucken. Vor allem er ist noch nicht mal auf dem PTR, ne? Also so ein Monat, eineinhalb sind die meisten Sachen auf dem PTR, wenn nicht länger. Das ist ja ein großer Content-Patch. Meinst du, dass man dann schneller vorankommt? Ja, ich kann es nicht so einschätzen. Es ist halt immer schwierig, ne? Ja, aber von denen kann eigentlich noch keiner das Release-Datum kennen.
Einfach deswegen, weil Blizzard da noch nichts rausgegeben hat, ne? Und wenn es noch nicht mal auf dem PTR ist, der Patch, dann sind die ja noch nicht mal in der Testphase weit fortgeschritten. Also, ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger. Aber mal gucken. Zumindest hast du keinen Raid-Release, ne? Was sie jetzt unbedingt fertig kriegen müssen. Da haben wir noch ein paar Eier. Perfekt, sind fertig. Dann zu den Murlocs. Jetzt bin ich gleich schon wieder 105. Ich denke, ich komme auf jeden Fall nur auf 106 mit dem. Ja, das macht halt auch viel aus mit den ganzen Buffs, ne, die du holen kannst. Die könnten ruhig, die Garni, Flask länger laufen lassen. Genau, du kannst, also bis 99 bringt die was und sobald du 100 bist, ist vorbei mit der Garni Flask, leider. Die sind halt 20, ist halt 20%, ne? Das bringt halt schon viel. Theoretisch. Ja, das ist hier auch, das zählt halt, zählen halt alle mit rein, ne? Du bist halt so schnell durch dann. Gut, dann können wir nach Val'Shara. 105, was bist du? 102. Oh, ja. Also ich glaube, ich hätte meinem besten Willen nicht gedacht, dass ich heute so weit komme noch, ne? Mit komplett MOP vor mir. Ich war schon froh, dass ich MOP fertig hatte. Sag ja, du brauchst den Ruhestein nicht zu wechseln. Gleich Ich merke sofort das nach schon. Kul'Tiras. Ja, wobei der Ruhestein bei mir dann beim Schar des Zorns landet, ne? Ah ja. Wieder Ja. ein Char mehr. Ja, tatsächlich wieder ein Char mehr, ja. Wobei deswegen mache ich es jetzt nicht unbedingt, ne? Da geht ja eher um die Achievements. Ach. Denke, zum nächsten Gebiet komme ich dann nicht mehr mit. Ihr habt da ja noch den Schamanen dabei, ne? Genau, das passt dann. Vielen Dank Ja, fürs mir Durchziehen, fallen ne? schon die Augen zu. Das glaube ich. Danke fürs Aushelfen. Gute Ding. Nacht, ne? Jo, macht's gut. Jo, Jo, gute gute Nacht. Nacht. Oh. Ciao. User disconnected from your channel. So Noob Zocker jetzt, ne? Beruht alles Cool. auf dich. Letzte Hoffnung. Wie alt bist du denn, Noob Zocker? 15. Ja. Erst geworden vom Monat. Ja, genau. Das glaubt mir keiner. Er ist wirklich so jung, ja. Hört sich zwar an wie so ein Kettenraucher, aber. Ach so. Ja, so ist es. Aber hier haben wir ja auch nochmal. Was sind's? Ne, zwei sind's hier, ne? In Val'Shara. Und dann hast du drüben nochmal drei Stück. Ja, sind wir eh gleich durch. Also die Episode wird sicher keine Stunde gehen, weil danach haue ich mich definitiv auch ins Bett. Sag's sehr grüß dich. Kannst dich ja im Hintergrund schon mal ins Bett legen Achso. und die Folge noch zu Ende laufen lassen. Du, da gibt's hier, wo hab ich das gesehen? Hat der Tanzverbot nicht sowas gemacht, dass er einen Stream Ja. laufen lassen hat, während er gepennt hat? So Schlafstream oder so war das genannt. Ach du Scheiße. Okay, na gut. Kann man Er hat machen. gesagt, er fühlt sich sicherer dabei, wenn ihm Leute zugucken. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre mir ziemlich unbehaglich. Wenn ich penne und dann, keine Ahnung. Na gut, muss jeder selber wissen. Vor allem, wenn du dann anfängst, im Schlaf irgendwas zu brabbeln oder so, ne? Das wäre ja dann noch ganz komisch. Aha.
Nicht, dass es bei mir der Fall wäre, aber man weiß ja nie, ne? So. Das wollen wir hören, okay. Dann kommen die tiefsten Geheimnisse raus. Bei dem Tempel von Elune nix. Nee, da ist nix. Obwohl, warte mal, war da nicht? Da war doch eins. Hat nix gesehen. Also vielleicht klopft's ja auf, wenn man da dran ja, steht. Vielleicht mal Quest oder so. Ich weiß, was du meinst, da war mal irgendwo eins, aber vielleicht, das musst ja, du wahrscheinlich ich kann aber den Kravax, den Schänder, da gibt's ja wenigstens eine Quest, die du abgeben kannst. Nee, also hier ist nix. Schänder. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine, die du freispielen musst. Da gibt es ja echt viele. In Asuna gibt es, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Bonusziele, aber die müsstest du halt auch freispielen. Ne? Das ist halt das Problem. Und dann rentiert sich halt schon nicht mehr, wenn du da anfängst. So. Also, es ist bei mir, ne, fallen echt auch die Augen zu. Ich würde es jetzt hier noch fertig machen und. Ja, dann hau ich mich aber definitiv ins Bett. Ach, da oben war noch eins, ne? Im Harpchenwald. Willst du das erst das hier machen? Stimmt. Wir können ja hier auch die Quest mitnehmen. Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Da bin ich eh schon dran. Ich vergesse immer die Mobs zu looten, ne, dass ich die Eier noch krieg. Die Quester. Das sind halt auch nochmal ganz gut extra EP, ne, wenn du die 3 Quests machst. Ich glaube, ich habe einen Disconnect. Mitten im Progress, eieiei. 24 Stunden Disconnect hat wohl zugeschlagen. Aber du müsstest ja trotzdem das Zeug abkriegen, oder hier? Schauen. Solange du in der Gruppe bist. Jetzt bist du offline, ja. Probier es mal, wenn du auf so eine Kante oder so drauf ist. Wie meinst du auf eine Kante? Gibt jetzt halt Classic den Kante-Bug-DC. Wenn du irgendwie vom Flugmann abmountest auf irgendeine Kante landest, haust dich sofort raus. Echt? Okay. 89% sagt er bei mir. Dann müssen wir ein paar Mobs umhauen. Die anderen Sachen hast du, oder? Ringenei 3 von 5. Aber da hinten müssten noch ein paar liegen. Da haben wir einige umgehauen, hier. Leuchtet alles. Ja, da habe ich 5 und noch 3 Typen befreien. Ja, hier sind glaube ich auch noch ein paar. Den hier noch. Noch einen. Nee. Passt. Doch einen noch. Und dann ist die Quest abgeschlossen. Da ist noch einer, ja. Ja gut. Ja gut, dann kannst du die Quest nur abgeben. Dann haben wir drüben die Harpien noch. Und die 3 Nasuna. Dann sind wir durch. Dax, hey, grüß dich. War in dem Mondklauertal da nicht auch irgendwas? Muss man das aufregen, wäschst du? Also, mehr wüsste ich jetzt nicht. Die musst du dann, wenn dann freiquesten, ne?
Also ich kenne jetzt nur noch die im Harpien-Dings. Das ist auch das Einzige, was nur angezeigt wird. Ja, das darf ja auch wie die Quest brauchst. Das Harpien-Ding geht aber ganz gut, weil du da auch alles Mögliche anklicken kannst. Kannst du die Viecher umboxen und wir machen das Zeugel hier auf. Also hier flackt halt echt viel rum, ne, was du anklicken kannst. Würden Viecher mir alle nachfliegen hier? Ich müsste schon. Ich habe jetzt 71%, ne? Ja, 76, 83. Hoch. Zeug anklicken bringt eh am meisten. Jo, perfekt, auf geht's. Dann können wir nach Hasuna rüber. Ja, das schaffe ich auf jeden Fall noch mit Level Up auf 106. Da muss ich mal gucken. Ich habe nicht mehr die Startquest hier angenommen, ne? Ja, gut. Hier müsste das nächste sein, das mit dem Wein. Mach mal die ganzen Fässer hier auf. Schau, das geht auch relativ zügig. Ich hatte hier nur, letztens, wo ich einen Char hier gelevelt hatte, ich nur das Problem, dass ständig von der anderen Fraktion Leute da waren. Und das richtig nervig war. Ich wurde, glaube ich, hier fünfmal umgeboxt, ne? Da hatte ich richtig Spaß, das kann ich euch sagen. Fertig. Ja, wunderbar, 106. Ja, zwei haben wir noch und dann hau ich mich definitiv in die Falle. Drei, ne? Krass. Ich geh nicht schlafen, bevor ich nicht gehört habe, wie alt Noob Zocker ist. 15. Hat er doch gesagt, dass er 15 ist? Never. 15 mal wie viel? Mal 3? Muss ein bisschen mit ihm sprechen, dann merkst du, dass er 15 ist. Ja, ach klar. So. Das ist doch der, der auch mal Paladin gespielt hat und gesagt hat, Rollstuhlfahrer und so, ne? Mhm. Rollifahrer. Guck, da spricht einer aus Erfahrung. Also, wie alt? Der muss nur eine Stunde mit mir reden, möglichst, dass mein Vokabular sehr beschränkt ist. Wie er sich selber disst, wunderbar. Einzig die erste Weg zur Besserung. Da drin haben wir auch welche mit Speeren. Also das Aufsammelzeug bringt halt mit Abstand immer am meisten, ne? Von den Prozenten. Merk's gerade. Ja, einfach nur alles anklickst. Das ist halt als Druid auch wieder schön, ne? Kannst halt einfach
vom Mount aus einfach die ganzen Sachen wegninjern, ohne dass du auch die Mobs triggerst. Halt, da haben wir nochmal einen. Naja, den kann ich nicht. Schau, da haben wir noch einen. Oder so. Gut, so, das letzte noch. Brauchen noch 3%. Kommt, noch einen töten. So, achso, auch fertig. Wunderbar. Hier kannst du das ja mit diesen Dings machen, ne? Diesen Dreizack. Die großen Viecher wegknallen, die bringen ja nämlich am meisten. Und diese komischen Tanks hier. Hallo, jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Wieso der außer Range bei mir? Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr zu euch rüberkommen. Bin durch. Brauchen jetzt nur 4%. Haben wir nur zwei Nager in den Hacken. Ja, oder so. 92, ja, fast nochmal auf ein halbes Level gekommen, ne? Brauche noch 3,5 Level, dann bin ich eh schon 110. 2 Invasionen. Ja, das ist relativ easy machbar. Hätte ich mal vorhin die Quest abgegeben in der Instanz, ne? Hier haben wir noch ein paar Ini-Quests offen. So, da la. Porten wir uns raus. So, die Folge beende ich jetzt heute ein bisschen früher, weil ich mich jetzt definitiv ins Bett flack. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.